Servus Leute, da sind wir wieder beim Kartoffelkommando. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Kitten Comedy. Hallo. Ich habe die kennengelernt im Kaffee-Netzwerk beim YouTuber-Treffen und wir haben uns gedacht, wir nehmen jetzt mal was auf. Und auch bei uns ist der einzige andere mit einer Wii U bei uns, Sir Amok von der Gaming Galaxy. Ja, ich habe eine Wii U. Läuft bei dir. Das ist eine feine Angelegenheit. Ja. So, Gents, Ladies and Gents, lasst uns anfangen. Ich wähle mal die Teams aus, ne? Mhm. Also ich bin Team Rot, ihr könnt sein, was ihr wollt. Ja, ich bin grün, grün ist cool. Wir können auch ruhig im selben Team sein. Ja, ihr sollt sogar im selben Team sein. Oh, Gott, ich habe da so meine Ahnungen. Aha, okay. Was soll das heißen? Okay. Gut, gut. Also, die Regeln sind wie folgt. 3 Leben. Welches Team zuerst ausscheidet, hat verloren. Und im zweiten Kampf spielen wir dann mit personalisierten Charakteren, wenn es recht ist. Ja, gut. Aber das kommt später. Also, ich spiele mit meinem extrem gut personalisierten Charakter, bei dem perfekt. Okay. Also personalisierter geht gar nicht. Ja, ja. So, dann wollen wir mal die Stage auswählen. Ach, okay. Moment. Was haltet ihr von Lilat Patrol? Jo, ja, kein Ding. Das ist doch fein. Ich würde sagen, ohne Omega. Ohne. Aha. Für die Zuschauer, Omega-Stages sind, man kann jede Stage nochmal ein zweites Mal als Omega-Stage auswählen und dann wird alles entfernt aus der Stage, was Bewegung enthält oder den Spieler irgendwie vernichten kann oder beim Spielen aufhalten kann. Das heißt, es ist dann nur noch eine flache Ebene. Oh ja. Yeah. So, auf geht's. Wir spielen ja bei Team Munich, spielen wir eigentlich immer Omega, ne? Ja, das ist richtig beim YouTuber-Treffen. Ich ziehe mir noch ein bisschen vor, kurz. Mal schauen. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, wie es laufen wird. Gegen euch zwei. Es wird laufen? Frage ist, in welche Richtung? Immer aus der Nase runter. Nein, also gegen die Wand. Oh Gott, was ist denn das? Zwei Lucarios? Warum nicht? Das ist der einzige, den ich spielen kann. Oh! Es ist gar nicht so leicht, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen, wie ich dachte. Warum dachte ich eigentlich auch, dass wir zwei Lucarios haben? Dachtest du das echt? Ja, irgendwie schon so vorher so. Zwei Lucarios? Wer doch mal. Ich kann keinen anderen spielen, Mann! Ich auch nicht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Nein! Ich habe einmal versucht, bei dem YouTuber-Treffen haben wir zu acht gezockt. Habe ich einmal versucht, einen anderen zu spielen und das ist kläglich in die Hose gegangen. Ja. Hey. Oh, jawoll! Komm her, du. Ui! Ich kann fliegen. Hallo? Oh, komm. Es drückt nicht mehr das, was ich will. Oh, jeez. Ich warte hier. Und spring rein. Ich wusste gerade gar nicht, wer von den beiden ich bin. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen verwirrend. Zum Glück gibt's so. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist, aber plötzlich läuft's wieder. Ich kann aber nicht lesen. Hey. Was kannst du nicht lesen? Nichts. Oh, jeez. Nein. Alles super. Ich bin erwischt. Super. Oh, shit. Ich habe länger überlebt, als ich gedacht habe. Das ist schon mal gut. Ja toll, jetzt weiß ich nicht, wer von uns wie viel Prozent hat. Genug. Ja, beide genug. Mann. Nein. Okay, so habe ich, glaube ich, keine Chance, habe ich so das Gefühl. Ach doch. Falscher Knopf. Also, oh nein, dich hätte ich so schön erwischen können gerade. Also man merkt schon, ich bin sehr gut in diesem Spiel. Wie kriegt man noch mein Smashboard? Gegenschlagen. Zerschlagen und okay. Dann B drücken. Ja gut, ich muss ihn erstmal erwischen. Ey! Nein! Nein! Knapp. Oh, komm schon! Ihr habt doch beide so viel mehr Reichweite als Dr. Mario. Ja gut, du hast ihn ausgewählt, ne? Klar, wusste ich halt nicht, dass ihr beide Lucario nehmt. Bei mir hättest du es dir theoretisch denken können. Was war das? Das was stimmt. Machst du da? Ich greife Amok an, während er seine Attacke auflädt. Darf ich aber nicht meine Attacke aufladen? Verdammt! Ich habe keine Chance! Jesus! Tschüss! Oh, ich dachte wenigstens, dass ich euch beide mal einmal raushaue zwischendurch. Da, da ist so.
Mehr kriegst du aber auch nicht. Okay. Das wollen wir noch ein paar Mal so versuchen. Ach so, da, das bin ich. Oh. Ups. Hui. Gell, da habe ich sie schön auf dich drauf geschickt. Ey. Ich habe die zurückgeleitet mit dem Tuch von Dr. Mario. Okay. Nee, das habe ich verloren. Sehe ich jetzt schon. Oh. Ach du. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein. Oh. Ja, beinahe. Nein. Keine Sorge, ihr habt beide noch 2 Leben und ich habe keins mehr. Ich wollte gerade sagen, was hast du gesagt? Ich merke schon, ich glaube, da müssen wir ein paar Justierungen machen für das zweite Match. Ich bleib Lucario. Ich bleib auch Lucario. Das ist in Ordnung, aber wollen wir gleich mal ein bisschen was einstellen. So, als erstes mal die Personalisierten. Oh, oh. Okay, ja, hab ich gesagt. Jawohl, nehmen wir doch gleich den Gescheiden hier. So, der da. Ich hab's das Gefühl, ich verliere jetzt gleich. Das ist richtig kläglich, das weiß ich jetzt schon. Und dann... Was machen wir denn da? Irgendwie eine Art von Handicap für euch zwei. Nein! Junge, ich hab nicht mal personalisierten Charakter! Auto ein. Und was machen wir da? So, ihr stellt euch am besten mal 20% ein. Damit wird's mir schon reichen. Du machst mich fertig, ey. Wir können auch jeder gegen jeden spielen, wenn ihr wollt. Das geht genauso. Nee, da bin ich noch ärmer dran. Oh Gott. Gut. Mann. Ich hatte meinen Namen noch nicht eingestellt. Du stellst gerade automatisch deinen Sieg ein, eigentlich. Eigentlich nicht. Doch. Ja, wie gesagt, wir können danach noch eine Runde... ich hatte eigentlich nur vor, 2 Runden zu spielen, aber das wird dann schon. Das kriegen wir schon hin. Ich hab Zeit. Okay, letzte Station. Danke. Dann dürfen wir halt theoretisch danach keine mehr spielen. Warte, ich muss kurz nachdenken. Moment, da war noch was. Die Stage heißt nun mal letzte Station. Das ist irgendwie so eine Angelegenheit. Wie wär's mit... Junge, jetzt habe ich dich schon ausgewählt. Ich auch. Könnt ihr da nicht nochmal zurück, irgendwie Nein, B oder so? Man kann den nur komplett verlassen. Na ja. Gut, dann machen wir es einfach mal so und am Schluss spielen wir dann Schlachtfeld oder weiß ich nicht, irgendwas, was passt. Zugabe. Ich vermöbel jetzt und diese. Was ist das? Ist das eine Red Bulldozer oder was? Sandsack. Das ganz am Anfang? Das ist Sandsack. Mit Augen. Sorry. Warum bin ich so nah? Finde ich nicht nett. Weiß ich nicht. Ach du, ich... Hey! Genau deswegen sei das war kein, das war kein Teamplay, Junge. Oh, nochmal, wham! Alter, lass mich in Ruhe. Boah, es wäre jetzt so schön gewesen, wenn du einfach selbst rausgefallen wärst. Nee, so einfach ist das mit Sonic nicht. Ups. Ach du. Nein. Hey! So wie er, meinst du? Wo bist du? Mann! Lass oh, was? Ich bin sauer. Wieso ist er da einfach stehen geblieben? Das ist ja Cheat. Ich bin sauer, das passiert, wenn ich sauer bin. Au, 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 au. Dann bleibst du einfach stehen. Boah, ich hab, glaube ich, einfach noch gar keinen Hit gemacht, egal. Oh, erst mal wieder beide erwischen, sehr schön. Ich schleiche jetzt. Oh, und wieder beide erwischt. Und einer raus. Sehr ja, gut, sehr gut. Nein. Was macht ihr? Jemand von euch ist einfach rausgesprungen gerade. Ja, das war ich. Ja, okay, das ist ein, leichtes Match, würde ich mal sagen. Nee, ich wollte einfach nur Vorsprung geben. Ich hatte Mitleid mit dir. Nee, das hättest du nicht gebraucht, deswegen haben wir die ganzen Einstellungen geändert. Mann, lass mich doch in Ruhe, ich fühle mich wie in so einem Mobbingkreis oder so. Hey. Aber einer kann keinen Kreis bilden. Das ist mir das egal. Kreis. Doch, wenn er sich dreimal umdreht. Tschüss. Physics. Genau. Ey. Oh Mann, das funktioniert also nur mit dem da, okay? Ich mache jetzt einfach immer das, lass mich! Können wir das nicht friedlich lösen? Anscheinend nicht. Der da gefällt mir.
Das ist mein Lieblingsmove. Ey, warte, du willst mir nicht sagen, dass du schon draußen bist, oder? Schon länger. Ist dir nicht aufgefallen? Schon länger, ja, genau. Ich frage mich wirklich, wie ihr das gemacht habt. Ich mich auch. Ich erinnere mich eigentlich nur, dass ich zweimal rausgeflogen bin. Ey, du hast mein Todesurteil besiegelt. Weißt du, das ist gerade Rekord. Ich habe noch nie so lange gegen ihn durchgehalten. Mann. Wow, das hat mich erwischt. Ja, okay. Hat mich gerade auch gewundert. Ey, ich bin Mädchen. Ach, mach das Übliche. Jungs schlagen keine Mädchen. Lucario ist kein Mädchen. Darüber kann man diskutieren. Der hat so Ohren. Er ist unterschiedlich. Doch mal. Ey, okay, das jetzt mein Lebensziel, das war mein Lebensziel, wirklich dich einmal rauszuhauen. Ich danke dir, okay. Gott. Jetzt werde auch ich mal gläubig. Und weg bist du. Ja, das war's so viel dazu. Ja. Wie konntest du nur? Sonic! Ey, warte, Team Rot. Ach, ist doch doof. Ich hab dir gesagt, du gewinnst. Mann. So, und wie wär's jetzt noch? Einer von euch muss jetzt die Regeln bestimmen. Wie wär's jetzt noch mit einem Jeder gegen jeden ohne Handicaps? Okay. Oh ja, bitte. Und ohne Personalisierung vor allen Dingen. Oh, Personalisierung bitte. Aus. Ich meine, ich lieb zwar meinen Sonic so, wie er ist, aber ja. Die Teams müssen noch raus und das Handicap muss noch raus. Ja, Moment, da Handicap aus. Du kannst auch bei 20% bleiben, mir macht das nichts aus. Das kann natürlich jetzt der Zuschauer nicht sehen, es tut mir recht leid, aber ja, ich bin halt der, der Einzige, der aufnehmen kann. Deswegen haben wir nur meinen Bildschirm im Moment. So. Der ist sicher auch sehr schön. Team sind aus, Personalisieren ist aus und Handicap ist aus. Yep. So, noch kurz für den Zuschauer, warum ich jetzt eher diesen Charakter nehme, ist, weil wir jeder gegen jeden spielen und sein Gewicht gibt da gewisse Vorteile. Oh, möchte ich mal behaupten. Ich will jetzt echt wissen, wen du hast. Kannst du nicht einfach den Bewohner nehmen? danke. Bewohner haben wir vorher schon mal geredet, das ist der Charakter, mit dem ich am schlechtesten spiele, deswegen ja, hat King den vorgeschlagen. Das war so cool. Welche nehmen wir? Ich würde sagen Schlachtfeld, großes Schlachtfeld. Die ist wo? Die ist gleich neben letzte Station, links davon. Ah ja, ich sehe es. Okay. Oui. Was ist eigentlich euer Hauptcharakter, den ich... Ah ja, okay, Lucario, klar, ne? Du fragst noch? Alter, ja, stimmt. Wir haben jetzt schon ewig gespielt, du kennst mich vom YouTuber-Treffen, wie ich da spiele und du fragst noch. Ja gut, man muss das schon erzählen hier. Ich habe halt mehr oder minder keinen Hauptcharakter. Ich spiele halt so gut wie jeden. Aber du gewisse Leute halt besser und andere schlechter. Hm? Du spielst so gut wie jeden einfach perfekt, ne? Schön wär's. So. So, runter mit dir. Da bin ich. Gernendorf. Falsche Seite. Hey, lass mich. Ach stimmt, scheiße, wir sind ja keine Teams mehr. Genau, ihr seid keine Teams mehr. Fällt dir das jetzt auf? Ja. Bis jetzt läuft sehr schlecht, ich habe noch keinen Hit gelandet. Ach du, das kann doch so bleiben. Hä, was ist das? Das ist eine Kiste und ich weiß nicht, warum die runtergekommen ist. Wahrscheinlich hat derjenige, der die Regeln eingestellt hat, vergessen, die Items auszustellen. Das passiert, wenn man mir das vergessen zu sagen. Ui. Ach cool, ich weiß jetzt, wie man sowas einsetzt. Das ist auch mal gut zu wissen. Ja, danke. Ich habe meine Fresse gerade im Bildschirm begutachten können. Ich dachte, das wolltest du. Deswegen habe ich doch extra die Items eingelassen. Nur deswegen. Du weißt, du... Manchmal... Muss man sich auch nicht dauernd sehen. Mann! Okay. Ach Mann, ich wollte dahin. Pokéball! Das Lustige ist, ich weiß nicht mal, was all diese Items bedeuten. Warum ist das nicht mein Pokéball? Ich hab den geworfen. Was ist da passiert? Was ist das? Jesus. Hey, ist das nicht aus Mario Kart? Oh Gott, ich weiß nicht mal, wovon du gerade redest. Ich bin gerade schwer. Dieser komische Hund da, dieser schwarze Hund, der da gerade war. Ja, natürlich, stimmt. Das ist ein Mario-Gegenstand, der Kettenhund. Yeah, ich weiß was. Wollt ihr mich verarschen? Ich sterbe immer gleich. Bei dir läuft der Koma, ne? Was ist los? Ja, irgendwie gerade, wow. Hilfe. Stand du Lavados. Wieso geht dieser Kackding auf mich? Weil Mann, ich hab eh nur noch ein Leben. Aha.
Ja, ich wusste schon, dass ich dich nicht treffe. Besser als wie wenn du mich damit triffst. Hey Leute, könnt ihr mal so ein bisschen auf euch gehen? Hey, da ist wieder dieses Red Bull-Dosen-Sandsack-Zeugs. Korrekt. Aber die bringt mir nichts mehr. Nein, er darf nicht. Ja, gut. Hey, er darf nicht den Hammer kriegen, wollte ich gerade sagen. Hey, was bringt ihr denn? Der ist sehr stark. Nein! Ja, scheiße. Leute, ich bin draußen. Das tut mir sehr leid. Aber ich musste Amok irgendwie treffen oder so und der war halt gerade so schön. Finde ich nicht nett. Nee, finde ich nicht nett. Verdammt. Du verdienst jetzt einen Elektroschock. Ich habe den Satz getroffen. Jawohlingen! Ach, du bist ja immer noch nicht raus. Sollte Was ist denn ich? Da los? Ja, eigentlich schon. Ganondorf ist ein ziemlich starker Bastard, musst du wissen. Ich suche mir jetzt meinen Favoriten. Ganz vergessen. Ja, ich war also mein Favorit ist Lucario. Danke. Auch wenn es gerade nicht so gut steht. Na, sage mal. Oh ja, wenn mich das trifft, dann bin ich hinüber erstmal. Aber dafür ist es meistens zu dumm. Ja, leider. Und weg bist du. Hab aber noch ein Leben. Das macht nix. Das Lustige verdammt, ist, das wollte ich haben. Ich kann mich gerade an alle Zuschauer hineinversetzen, die dieses Spiel nicht kennen, weil ich diese Items nicht kenne. Oh, jetzt habe ich dich langsamer gemacht. Wunderbar. Nein. Und nochmal. Und. Ah, du läufst What? Viel zu lange weg, komm schon. Ja, David hat doch nicht. Was. Nee, eigentlich nicht. Bumerang hier. Nein. Ein praktischer Gegenstand. Ach, den kann man auch nach unten werfen. Jeez, was für ein Ding. Du musst nur wissen, wie. Nee, du. Au. Ich werfe jetzt einfach nur noch Shit auf dich und explodiere mich selbst. Wunderbar. Das ist super. Ich bin stolz. Wollte ich auch gerade sagen. Verdammt, das war der falsche Knopf. Tornado! Wolltest du das? Nee, aber das. So habe ich dich jetzt zweimal erledigt. Okay, ja, so war es eigentlich nicht geplant mit Items und so weiter. Entschuldigung! Hast du überhaupt gelernt? Hast du überhaupt Deutsch gelernt, hä? Nein. Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall, das waren unsere Matches Smash Brothers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ich nochmal irgendwann jemand mit jemand anderem auch aufnehmen kann. Nee, also wir hassen dich jetzt alle. Genau. Wir können dich nicht leiden, du bist einfach... Es geht einfach nicht. Ja, es geht nicht, ich weiß. Ich bin unliebsam. Na gut, auf jeden Fall. Servus Leute und wir sehen uns demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao. Nein! Komm, Junge! Oh Gott, war ja, das nicht schön. Das war so ein schlechtes Schauspiel, kurz, ich hab mich fast übergeben. Hä, wieso hast du am Schluss gelogen, wenn du mit zwei Leben nicht verschieden sind? Das frage ich mich auch.